Mehr habe ich zum Megabuster leider nicht. Das liegt unter anderem daran, dass ich einfach ein miserabler Vlogger bin und das einfach nicht geklappt hat. Ich kann nicht frei reden. Ich brauche immer ein Skript oder zumindest Stichpunkt dazu. Allerdings kann es sein, dass mir der liebe Flo noch selbst ein Video macht, das ich dann bei mir auf dem Kanal hochladen kann, was ziemlich nice wäre. Aber da LeFloid ja ein ziemlich viel beschäftigter Mann ist, weiß ich noch nicht, ob es klappt. Wenn nicht, ist auch nicht so wild. Ich hoffe, dass ich irgendwann das einfach nochmal ein bisschen nachholen kann. Und jetzt ein paar Worte dazu, weshalb das Video erst heute gekommen ist. Und zwar, auf Nerdy Timber wurde vor exakt einem Jahr das erste Video hochgeladen. Yay! Am 17. Januar habe ich nämlich Hylian Shield Video Nummer 1 hochgeladen. Ich glaube, es heißt Nummer 01, der Flügel. Total unkreativer Name. Das Video selber ist eigentlich auch nicht gut. Das war mit zwei, drei verschiedenen Kameraeinstellungen, wie ich an diesem dämlichen Flügel rumschnitze. Lichtverhältnisse brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war mit einer IKEA-Nachttischlampe beleuchtet. Ganz grauenvoll. Was sich seitdem alles getan hat, und das ist einiges in der Zeit, kann man am besten betrachten, wenn man sich zu jedem Quartal das Video vom Anfang nimmt und in das mal reinschaut, bis man dann ankommt jetzt zum letzten Megabuster-Video zum Beispiel. Mein erstes Video zum Schild habe ich ja bereits angesprochen. Wenn man dann ins zweite Quartal geht, angeführt von April, kann man schon mal direkt sehen, das Masterschwert war schon das zweite Projekt, das ist da schon gestartet. In Videos sieht man dann schon, dass ich mal angefangen habe, andere Kameraeinstellungen zu nehmen, um das Ganze ein bisschen dynamischer und interessanter zu machen. Was ich in den Videos auch versucht habe, ist, euch mehr über mich zu erzählen, also über meine Lieblingsserien, über meine Lieblingsspiele und so weiter. Ein Vierteljahr später, und zwar im Juli, habe ich nach diesem krassen Abonnentenschub, den ich hatte, dank Frodo und Floyd, meine erste und bis jetzt auch einzige Community-Aktion gestartet, und zwar Bild gegen Schild. Dass ich auf den Namen nicht früher gekommen bin, das wäre saugut gewesen. Ich habe nämlich euch aufgefordert, ein Bild von mir als Link zu malen und der Gewinner bekommt dann das Schild. Was hat sich denn noch alles in den Videos getan? Ich habe angefangen, als Intro-Gag einen kleinen Sketch reinzubauen, sowas wie Telefonat mit Thor zum Beispiel. Im Gegenzug dazu habe ich das Gelaber im Hintergrund über meine Hobbys oder über irgendwelche News rausgenommen. Aus dem einfachen Grund, dass es mir persönlich überhaupt nicht gefallen hat und ich dann den Fokus weiter aufs Filmen und aufs Schneiden setzen kann. Im August habe ich dann ein neues Format hinzugefügt, wo ich dann so One-Day- oder Two-Day-Builds machen konnte, also so Kleinprojekte wie zum Beispiel den Goronen-Opal. Im letzten Quartal, quasi seit Oktober, habe ich einen Qualitätsstandard erreicht, mit dem ich persönlich sehr zufrieden bin. Ein weiterer wichtiger Schritt war in diesem Monat, dass ich mich dazu entschieden habe, auch andere Materialien zu benutzen, wie zum Beispiel Pappe, Spachtelmasse, GFK und so weiter. Aus dieser Entscheidung sind dann nämlich zum Beispiel Projekte entstanden wie der Ironman-Helm, den wir dann als nächstes weitermachen werden, und auch vor allem der Megabuster. Am Ende verlinke ich euch zu jedem Quartal nochmal ein Video, das ich jetzt hier angesprochen habe, und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr die Entwicklung selbst beurteilen würdet. Jetzt kommen wir zu dem, was ich in diesem Jahr alles gebaut habe. Angefangen hat die ganze Aktion mit dem Schild, da habe ich mich selber erstmal kennengelernt, dass ich überhaupt so präzise arbeiten kann. Weiter ging es dann mit meinem persönlichen Lieblingsprojekt, dem Masterschwert und der Scheide, die ich dazu gebaut habe. Das ganze Werkstück ist einfach so schön geworden und funktioniert einfach so einwandfrei und das sogar immer noch. Das nächste Projekt ist so ein bisschen das Sorgenkind in meinem Keller. Es ist der Dalek. Aus mehreren Gründen Sorgenkind. Erstens, weil ich überhaupt keine Lust habe, an dem Ding weiterzubauen. Und zweitens, weil ich ihn nicht mehr aus dem Keller rausbekomme. Das zweite ist der lustigere Fakt, vor allem, weil ich entweder dann Putz weghauen muss, dass ich ihn rausbekomme, oder ich muss links und rechts was abschneiden. Das nächste Projekt war ein Kleinprojekt, und zwar das erste aus meinem neuen Format, ein Timber zwischendurch, nämlich der Armpanzer. Echt simple Geschichte, aber passt super zu meinem Link-Kostüm dazu. Apropos Link, aus dem Zelda-Universum habe ich auch den Goronen-Opal im selben Format gebaut. Projekt Nummer 5 war ein sehr wichtiges, nämlich das Werkzeugregal. Ich muss sicher Ordnung reinbringen, dass ich überhaupt noch hier klarkomme mit meinem ganzen
Material, Werkzeug und so weiter. Das letzte Großprojekt habt ihr alle mitbekommen, nämlich der Megabuster für Floyd. Das war unglaublich. Ich habe dabei so viel gelernt über andere Materialien und einfach einen krassen Abonnentenschub bekommen. Es ist einfach epischst. Ich freue mich riesig auch an alle, die jetzt neu dabei sind. Hallo! Im letzten Jahr habe ich noch kurz vor Ende ein neues Format gestartet. Und zwar, indem ich euch erkläre, wie man zu Hause selber was machen kann. Also quasi ein Do-it-yourself-Format. Während ich euch erklärt habe, wie man die schildtypische Biegung in zwei Sperrholzplatten bekommt, ist nämlich dieser Herr Frodrich zustande gekommen. Ihr sagt jetzt aber, Paul, da hast du zwischendrin noch ein Projekt vergessen, nämlich den Ironman-Helm. Den habe ich jetzt hier. Den nehme ich jetzt nämlich ins neue Nerdy Timber-Jahr mit rein und mache den als erstes weiter. Den möchte ich mir nämlich auch irgendwo hinstellen. Ein, zwei Projektchen, zu denen ich keine Videos gemacht habe, waren auch noch auf Instagram. Zum Beispiel dieses Katana hier für meinen Bruder zu Weihnachten. Das gefällt mir nämlich auch sehr gut mit diesem Räuchereichegriff. Mal sehen, vielleicht mache ich auch noch irgendwann ein Video zu einem Katana. Wer weiß. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich wahnsinnig aufs neue Jahr freue mit euch. Mit den ganzen Alteingesessenen und denen, die zwischendurch dazugekommen sind. Und natürlich auch den ganz neuen und frischen Zuschauern hier. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, haut sie mir bitte unten in die Kommentare. Ich bin dafür alles offen und mache bestimmt auch mal wieder ein FAQ-Video für die ganzen Neuen, die was wissen wollen. Ich mache mir jetzt direkt weiter an den Ironman-Helm und da sehen wir uns dann nächste Woche bei. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.